Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Heute 10.01.23. Mein Name ist Nazila Jafari mit DAX mit seinen ersten Müdigkeitszeichen. Falls dich interessiert, sehr, sehr gerne. Bis gleich. Am Sonntag haben wir ein bisschen ausführlicher wieder über diesen ganzen Themen DAX und Nasdaq gesprochen. Wir haben die Bereiche genannt und um kurz zu machen, DAX ist mit Montagmorgen nicht mal unter 14.675 gegangen. Der ist zwar erst einmal so wie besprochen war in diesem Bereich abgeprallt, aber wichtig war für einen Short und das ist wichtig für mich, dass ich immer wieder in einem Trend mit euch darüber rede, unter welchem Bereich wird der Markt natürlich erst die Bestätigung liefern. Und da ist, wie ich gesagt habe, in der letzten Video nicht bedienungslos longen, nicht bedienungslos shorten, ist es nicht. Dann ist meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr wichtig, wenn ihr diesen Bereichen im Auge behält, genauso wie wir besprochen haben. Darunter ist erst überhaupt im Short zu denken, hat der Markt nicht, darunter ist der Markt ein Short zu denken, hat er nicht. Also er gibt dir ja selber Zeichen und zumindest mal haben wir es darüber hier ausführlich besprochen. Gut, das ist nicht gegangen, also das heißt, wenn der Markt nicht Short ist, dann gibt es Gott sei Dank zwei Richtungen. Naja, aber drei Handlungen, man kann ja auch nichts machen, wenn man sich nicht sicher ist. Oder eben noch einmal, falls du eine Checkliste hast, falls du eine ganz klare Regelwerk hast, dann in dem Moment anzuwenden. Checken, ob der Markt, also sehen, dass der Markt nicht darunter gehen will, checken, ob das dann einen Long Sinn macht. Gut, wir sind gestern in einem Run-Up-Day gegangen. Nach der 10 Uhr, 10, 11 Uhr sind wir in einem Run-Up nach oben gegangen. Und ich habe zumindest mal in Instagram schon wieder, unseren Instagram, zumindest mal unsere Medien, schnelle Medien miteinander zu kommunizieren. Ich habe Nasdaq die ganze Zeit euch gezeigt und komme ich gleich ganz kurz dazu um den DAX. Also Verwaltung, Stopp nachziehen, je nachdem, ich weiß es nicht, in welcher Position du bist als Sicht der ganz klare Daytrader macht das überhaupt keinen Sinn. Verwaltung, Stopp nachziehen oder mach, was du willst. Also wenn du Hedger bist, kannst du auch hedgen. Darüber haben wir in diesem Maximalbereich besprochen. Diese Woche wird es wichtig. Heute ist Dienstag. Diese Woche wird es die Entscheidung im DAX ziemlich wichtig werden, ob wir einen größeren Korrektur sehen. Ich bleibe dabei. Seht ihr, wo der Markt heute dann angehalten hat gestern? Das ist klar. Also wo der Markt jetzt hier anhält, diesen Bereich als erstes Zeichen bleibt bei dem Markt. Für mich ist eine Short-Bestätigung nach wie vor eine Short-Bestätigung ist, wenn der Markt unterhalb 14.675, 14.600 geht, bleibt eine Short-Bestätigung für einen größeren, vielleicht Korrektur. Dennoch bleibt oben diesen Bereich, also zwischen 14.890, 14.920 und maximal 15.000 bleibt für mich im DAX, Achtung, Achtung, die ganze Zeit angesagt. Das heißt, wir müssen immer wieder, genauso wie wir hier mit den Korrekturen gerechnet haben, immer wieder mit Korrektur rechnen. Ob daraus aus diesen Korrektur ein Short wird, werden wir sehen. Im DAX haben wir noch Korrekturzeichen.
So, wie kann ich das immer wieder wiederholen? Habe ich in den letzten Videos genügend auch wiederholt. Solange der Markt nicht darunter ist, müsst ihr immer wieder achtsam bleiben. Also, zumindest mal habe ich euch im Instagram nochmal zum Absichern, falls du eine Hedge-Position gemacht hast, eingeladen. Also habe ich gemacht. Ich habe Gewinn abgesichert. Also Hedge bedeutet nochmal, wenn du eine Long-Position von hier, also kurz, das ist für mich eine kurzfristige Bitte. Ich gehe in solche Dinge tagsüber seltene Weise rein. Ich habe, verwalte eigentlich nur meine Positionen, die ich habe, beziehungsweise falls es wirklich ganz klar ist, wie hier der Fall war, dann kann ich auch noch mal ein bisschen Gas rein oder rausgeben. Für mich bedeutet, wenn ich hier habe und ich habe nach wie vor von 11.800 ein bisschen Long zur Verfügung und die würde ich halt eben hedgen müssen, nicht dass der Markt gegen mich abhaut. Also, soweit, so gut, haben wir über DAX genug gesprochen. Short-Position wird darunter bestätigt. Long ist nicht mehr bedienungslos, bitte ein bisschen vorsichtig sein hier in diesem Bereich. Und wie gesagt, ohne Checkliste kann man fast nicht mehr longen. Soweit erst einmal und der Nasdaq. Ich habe in der letzten Video ausführlich darüber gesprochen, habe euch auch nochmal in Instagram vorzeitig diesen beiden wunderbaren Pfeil gezeigt. Also achte mal auf mein Video, was ich gesagt habe. Du siehst, was der Markt daraus macht. Also die Korrektur hat er eingeleitet. Sollte unterhalb 11.000, wir sind ja jetzt schon vorbörslich unterhalb 11.150, sollte der Markt unterhalb den, also nicht aufhören zum weiterzufallen unterhalb den 11.000. Dann wird es, Achtung, Achtung, wieder auch angesagt. Nasdaq, wie wir wissen, ist ein bisschen bärischer als unseren DAX. Deswegen muss man ein bisschen auch vorsichtig sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Einen super goldenen Händchen und super tolle Performance. Eure Nasila.